Hedwig. Hedwig, mein Junge. Ich Ach, werde dich nun, Hedwig? Ich werde dich nun von deinem Sattel befreien, mein Freund. Jungs, meine Rüstung fliegt nicht. Egal, wir müssen hier runter. Meine Rüstung fliegt auch nicht, wir müssen aber runter. Kein Volldämmel. Digga, dieser... Jan, schnell, Teleporter-Pad. Telepad aktivieren. Oh, yes. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, wir kriegen den. Ja, 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 ja. Overseer-Hologramm. Gefickt, du Hure. Ich glaube, wir sind zum Gott aufgestiegen. Ne, wir werden in einen anderen Arc teleportiert. Jetzt müssen wir den oben. Holy shit, wo bin ich hier? Wo sind Nexus und Jan hin? Was ist mit mir passiert? Holy shit! Ja, let's go, Leute. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal die ganzen Ostereier hier auf. Osterei farmen, dann mit Freddy wieder zum Osterhasen werden kann. Osterei. Osterei. Boah, Leute, ich weiß, was ich mache. Gib mir die Osterei schon mit Chibi Dino. Gib mir ein Chibi. Ja, Chibi Trike. Chibi Stego. Chibi Mantis. Let's go. Also erfordert er Scorched Earth. Okay. Stego oder Trike? Ich glaube, ich nehme Trike. Bam. Lil. Zera. Annehmen. Erstmal Gesundheitsskill. Lagerfeuer. Speer. Nexus! Du fetter Hurensohn, lässt mich in der Arksphäre einfach alleine mit Jan! Ich bring dich um, du Bastard! Denkst du, Markus? Das wäre Nexus. Ich glaube, ich bin geschrumpft. Ich glaube, ich bin... Ja, Junge, das weißt du, wie mir das egal ist. Guck, wie ich aussehe. Ich glaube, die Reise ist mir nicht so gut bekommen. Digga, ich bin Pixel. Ich glaube, die Reise ist mir nicht so gut bekommen, Junge. Alter, wo bin ich? Das ist nicht mein Spawn, Freddy. Der Spawn ist kacke. Was hast du gemacht? Ich habe Random Spawn gemacht. Warum? Who the fuck? Nexus, willst du ein Chibi Dino? Ja. Welchen? Oh. Stego, oh, Stego, Pumba oder Pelagonis? Was ist das andere? Was Pumba war's? Oder Pelagonis? Also Pumba oder ein Pella. Der hat Pumba. Pumba. Hier nimm Pumba. Ich glaube, ich bin gewachsen. Du bist auf jeden Fall gewachsen. Junge, meine Hände gehen an den Boden, wenn ich sneake. Holy shit. Meine Kräfte haben mich verlassen. Ich bin nicht mehr der alte Geralt. Ah, scheiße, will ich ganz. Warte. Ich bin kein Hexer mehr. Meine Kräfte haben mich verlassen. Ihr merkt schon, ich bin einfach Hexer, Junge, lol. Hör dir. Guck mal. Hier. Nils. Aber Leute, ich würde erstmal sagen, jetzt machen wir auch mal eine vernünftige Antwort. Willkommen zur zweiten Staffel von Ark. Zweite Staffel, beziehungsweise nennt sich auch Lost Island. Komm mit hier lang! Junge, Pumba sieht ja mal mega nice aus in so winzig. Das ist Nils! Das ist Nils!
So, zeig mal Karte. Wo sind wir überhaupt? Karte. Digga, wo ist der Fick? Wir müssen hier rum, Junge. Hast du dir die Map schon angeguckt, wo wir spawnen am besten, oder wie? Mein Spawn war der definitiv der beste. Null Dinos, also wirklich nur Pflanzenfresser. Ja, hier Pflanzen- ist ja auch nix. Ja, Pflanzenfresser, Bäume in der Nähe auch. Von in der Nähe von Explorer Node. Dort sind regelmäßig 2 bis 3 Loot Drops runtergekommen. Nexus, warte auf mich, meine Beine sind kleiner als deine. Ja, relativ, wer schneller. Guck mal, hier sind ganz viele Gokus und Muten Roshis. Das ist bestimmt Jans erstes Vieh. Oh, ja, Shibi Spino. Was? Oh, guck mal. Blau. Lille Rubina. Ja, sie ist zurück. Meine kleine Rubina. So, kommst du? Du hast schon eine Pickaxe, hoffe ich? Nee, ich hab nur die Skizze. Nee, warte, warte, weg, 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 auf den Button! Auf den Button! Oh, so, gut. So, ich hab Fasern. Ich hab, by the way, gar keine Ahnung, was wir hier jetzt für Dinos alles haben, ne? Oh, wir haben Zebras, wir haben etc. Zebras hatten wir auf dem anderen Ding. Da habe ich nie gesehen. Ja, doch, das sind diese Pferde, die man reiten kann. Aber dafür brauchen wir eine Karotte und da müssen wir die damit sehen. Soll ich jetzt schon mal Feuerstein fahren? Wäre, glaube ich, schlau für eine Axt. Nice, Level up. Definitiv Resistenz. Fundament aus Stroh. Strohwand. So. Resistenz, guter Call, mache ich jetzt auch erst an meinen ersten Punkt. Wie gesagt, 120 kommt mit Resistenz. Fundament, Dach, Schlafsack. Komm mal her, Freddy. Ich kann dir eine Spitzhacke oder Axt machen, je nachdem. Wenn du willst. Ich box den Baum. Ich bin wütend. Komm her, ich mach dir eine Spitzhacke. Ah, scheiße, ich brauch Holz, warte. Gut. Eine Spitzhacke und eine Axt mache ich dir, okay? Jo. Erstmal ausrüsten den Kack. Das hier ist zwar nicht das Spawn, aber das hier war mein zweiter Spawn Spot gewesen. Weil guck mal, was da hinten für ein Spawn ist hier. Ein Triceratops etc. Ich meine, ihr spawnt diese kleinen Scheiß-Dinos. Digga, du kriegst 14 Schaden oder machst du gerade 14 Schaden? Mache. Jetzt schon zu weg, weil ich das wollte. Ich verstehe, wir sind noch nicht im Tribe Nexus, das müssen wir noch machen. Deswegen ist dein Schaden auch rot und nicht grün, lol. Ja, mach du mal, Schrumpffamilie. Erhaltensfunktion. Einladen zu Stamm von Geralt. Freddy, ich empfehle, ich wirklich, hier musst du rennen. Weil an jeder fünften Ecke ist wortwörtlich Raptor oder T-Rex spawn. Also hier müssten wir auf Ausdauer und so gehen. Aber ich stehe erstmal Resistenz hoch, weil, ja, wisst ihr, Resistenz. Steinschleuder,
Jo. Steinschleuder hätte ich schon mal. Feuerstein brauche ich. Für ein Speer? Ja, Mann. Ein Speer wäre auch ein guter Call eigentlich. Mir fehlt nur noch Holz. Dann könnte ich sogar zwei machen, glaube ich. Vor allem scale ich jetzt auch erstmal auf Gewicht. Lass immer weiter den Schrott laufen. Du musst noch meinen Stamm an Dings nehmen, annehmen, ne? Ja, kannst du mal mir eine Einladung schicken? Hab ich schon. Wie? Und wie nehme ich's an? Stimmt, der Dreieck an dich. Oh, warte. Halt still! Bitte! Möchte, ja, dass du dem Stamm von Markus Strimp beitrittst? Hä, hey, bist du dumm? Du sollst mir beitreten, nicht mich einladen. Ja, wie kann ich dir beitreten? Einladung zu Stamm von Gerald Schrimm. Jetzt Dreieck auf mich. Aha. Hab ich? Ist dem Stamm von Gerald Schrimm beigetreten. Die Dinos hier greifen nicht an, wenn man die haut, oder? die Dingens, die Skalimimusse, ne. Die hauen einfach nur ab. Okay. Doch, wir sind gleich da. Ich bin wenigstens einer, der sich schon schlau gemacht über diese Welt. Ich bin nur kurz mal drüber geflogen über die Map. Hier ist mit einer der besten Spots, weil, komm mal hier hoch. Wie gesagt, da drüben sind Pflanzenfresser-Dinos, die sind easy. Ich weiß, also das, was ich beim Rumfliegen gesehen habe auf dem anderen Server. Und da oben, gucke, ist ein T-Rex-Spawn. Also falls wir dann T-Rex wollen, ist da oben ein Spot, weil da steht doch gleich direkt einer. Also das Ding ist halt, auf dem anderen Server, wo ich rumgeflogen bin, dadurch weiß ich, dass hier auf jeden Fall irgendwie eine Ritterburg-Turm ist und irgendwie ein... Ja, Mauer-Turm ich ist. Weiß. Da, wenn, öffne mal deine Karte. Das ist ungefähr bei 64, also bei so zwischen 54, also nach unten 54, zur Seite 30. Bro, meine Karte sind wir halb erforscht, WTF. Ja, ja. Aber Freddy, du siehst ja, wo das ungefähr ist, ne? Was ich meine. Da ist wortwörtlich der beste Spawn, wenn wir da hinkommen. Ausgesorgt. Ich meine jetzt erstmal einen Speer gerade, warte. Scheiße. Scheiße. Was? Wir müssen am T-Rex vorbei. Fuck. Ist da einer? Oben? Ja, da war einer. Ernsthaft? Ja. Oh nein. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Du kannst gerne selber checken. Ich werde mich so an dem Dinger vorbeisneaken, Digga. Splinter Cell ist ein Scheißdreck dagegen. Können wir nicht einfach durchs Wasser schwimmen? Ist das hier oben ein Graues? Warte mal, komm mal her. Nee, der T-Rex ist... Die ja, verfolgen gerade was. Und ja, ich habe gerade gesagt, die. Ach du Scheiße, ich sehe sie. Können wir hier hoch? Also da oben sind die. Wir klettern mal hier oben auf den Felsen, wenn das geht. Oder warte, hier, ja, hier. Glaube ich, oder? Nee, gut, scheiß drauf. Lauf. Hier oben müssen wir sofort weg. Hier spawnen. Verfickt viele Fleischfresser. Da ist ein Pferd. Gut, da ist schon der nächste, glaube ich. Ja, das ist ein Langhals, so Trollo. Oh. Oh, guck mal, ein Techvieh. Und ein Pferd. Hallo, Pferdi. Ferdinand, was geht? Was brauchst du? Toll, Nexus. Du musst sneaken, du Trollo. Strong. Nee, wir laufen.
Am besten wär's, wir gehen Richtung Turm, aber ich möchte erst... Ameisen! Was? Waren Ameisen, die mich angegriffen haben. Egal, sind tot. Warte mal, der ist Rie. Nee. Wäre Zufall, wenn das ein Dingens wäre. So, wir müssen am besten zu einem Fluss. So. Ich sehe hier meilenweit keinen. Komm hier lang. Da drüben ist der Turm, den ich meine. Das ist ein Obelisk. Hä? Das da hinten ist ein Obelisk. Das meine ich nicht. Da ist ein Alpha-Vieh. Wo? Ein Alpha-Kano. Der ist gefährlich. Siehst du ihn? Warum höre ich? Ja, wir gehen hier lang. Wenn wir hier unten sind, haben wir es geschafft. Ich will's hoffen. So, ich muss kurz Ausdauer regen. Und mein Level verteilen. Du muss ich auch mal. Zwei Levelpunkte, ui, Memo. Drei Stücke, Lunge, geil. Leben. Resistenz, Gewicht. Resistenz. Angriff. Das. Ein Mörser ist ganz wichtig, ein Bett ist ganz wichtig. Strohwände. Habe ich schon alles erforscht. Ja, ich noch nicht gehabt. So. Siehst du den... Das da hinten ist auch ein Tor, oder? War es geradeaus? Ja. Ne, das ist ein Obelisk. Da ist eine Brücke oder sowas, aber dahinter ist eine Obelisk. Hier, das hier ist ein Solala-Gebiet. Hier können Fleischfresser sein. Muss aber nicht. Aber macht die Lage auch nicht besser. Aber das hier wäre so ein mittleres Stadtgebiet. Aber guck mal, da ist ein grauer Lootrop. Den könnten wir doch öffnen, oder? Ja. Ich meine, für den Anfang wären so ein Lootrops immer gut. Ja, wenn das Level hoch genug ist von uns. Warte, du bist Level? 6 oder 7. 9. 9? Nee, du bist Level jo. 8. Hinter dir, Vogel. Meine Waffe, die haben mich entwaffnet. ich gehe nicht zum Loot Drop. Nö, warum? Da mache ich nicht mit. Da steht ein Rex. Da mache ich nicht mit. Freddy, Hilfe doch! Ich glaube, mein Scheiß! Ja klar, das sind Pelagornis. Ne, Itchis. Die Teile sind nervig. Oh nein, die los. Zum Wasser. Komm her, du dummer Vogel, ich mach dich kaputt. Hör auf zu kreisen, Junge, komm. Heilen die sich durchs Essen? Digga, diese Loot-Geier, ich hasse die, ne? Der hat Narkobären gefressen. Nur so ein Otto. Kapier doch endlich.
Mein Speer ist kaputt. Hä? Kann das dumme Viech jetzt endlich mal grippieren? Sind beide wieder auf mich, Akku. Och. Was ist, wenn ich Fleisch droppe? Geht dieser zum Fleisch? Keine Ahnung. Wo bist du eigentlich? Weitergelaufen. Auf dem Hügel hier hoch. Da, wo der Vogel fliegt. Ja. Aber er hat nachgelassen. Geh am Strand lang. Ich komm dir entgegen. Also bis jetzt sehe ich nur diese, also hier, klar, hier sind die Vögel, aber bis jetzt sehe ich nur hier passive Tiere. Ja, und Delos. Und Delos ist nicht das Problem. Delos kann man zähmen. Die haarige Nexus-Familie muss erneut aufgebaut werden. Also wie gesagt, hier wäre auch ein guter Spot, einfach nur wegen dem Wasser. Mir persönlich ist es halt zu offen. Ja gut, Offenheit muss nicht immer schlecht sein. Lass hier am Strand bauen. Ja, erstmal, ne? Eine kleine Zwischenbase. Ja, für den Anfang. Level verfügbar gut. Aber ich hab Sternbild, oh nein. Oh, holy shit. Ich dachte, das Game stürzt ab. Gewicht. Was bringt eine Bola? Damit kannst du das Viech hier stunnen. Sollten wir, glaube ich, machen, oder? Weil so ein Viech zu zähmen ist, glaube ich, von Anfang relativ gut, oder? Hauen wir mit dem Knüppel drauf, oder? Digga, das Game laggt halt ununterbrochen. Was ist das? Ja, das Vieh will ich erstmal töten. Am liebsten. Digga, kann das Mistvieh mal stehen bleiben? Meinst du? Ich kann mir keinen neuen Speer craften, oder was? Was ist das? Was fehlt mir? Hasern. Greife ich mal hier kurz im Busch. Das Mistvieh will nicht stehen bleiben. Jetzt würde ich halt den hier. Ich glaube, hier in der Nähe ist noch ein grauer Loot Drop. Hier mal dahin. Ja, wenn das weit genug weg ist, wenn das nah genug an uns dran ist und ich nicht hinten mitlaufen muss. Dann kann ich schon mal anfangen mit Base bauen. Hey, das ist ein bisschen weiter weg. Hier einfach zu dem einen Obelisken. Ja, jetzt ist hier wieder so ein kleiner Gasgeier, Digga. Verpiss dich doch. Keiner liebt dich. Nicht mal deine Eltern. Doch, der Loot. Wobei nicht mal der. Ist so im Strand lang? Also ich bin noch im grünen Bereich. Ich sehe den Loot Drop. Hä, wo ist denn hier noch ein Loot Drop? Bei dem Obelisken. Richtung. Siehst du den einen Obelisken, der am nahesten an uns dran ist, ne? Der Richtung Eisbiom, meinst du? Ja. So, ja gut, dann da hab ich richtig. Genau dort in der Nähe ist noch Loot Drop. Und zwar sobald der Berganstieg beginnt. Ist zwar ein bisschen Weg, aber wie gesagt, anfangs Loot. Boah, ich muss mal Gewichtsgeld lecker, sonst komme ich hier gleich gar nicht mehr voran. Alter, hier ist eine Oase! Lass da bauen, oder? Ich sehe hier nur
Erstmal den Knüppel erforschen. Ich sehe hier nur Triceratopse. Lass mal an der Oase, dann lass an der Oase campen. Warte. Du kommst straight auf mich zu. Straight auf mich zu. Perfekt. Ja, siehst du den Hügel? Ich sehe ganz viele Hügel. Siehst du mich springen? Nee. Rechts und ja. Ah, da, jetzt sehe ich dich. Ich war nicht in deiner Nähe. Genau hier hinter mir ist die Oase. Wie geil. Lass dir mal angucken. Das sind halt nicht mal Trikes, ne? Glaube ich. Oh, holy shit, dieser Lag. Das sind Trikes. Haben die Hörner? Ja. Das ist kein Trike. Digga. Egal, Hauptsache irgendwas. Pflanzenfresser. Aber hier ist eigentlich entspannt. Hier sieht cool aus. Ich meine, wir werden uns ja, denke ich mal, eh irgendwie über die Zeit nochmal umziehen, wenn wir was Geileres finden, davon mal abgesehen. Das Einzige, was den Lutrop bewacht, ist ein Pferd. Hinter. Das Pferd machen wir fertig, Junge. Das Pferd ist halt nicht mal aggressiv. Ja, öffnen. Eine Kiste, ein Bett, Zündpulver, noch eine Kiste. Nee, Kistenskizze. Das ist gut für mich, weil ich es noch nicht erlernt hatte. Was ist das? Standfackel ist gut für Licht. Zwei Schilder. Nice. Naja. Die Schilder kann ich ja droppen, weil useless. So, dann sollen wir hier oben auf dem Berg hier bauen oder willst du unten bauen? Unten. Am Wasser am besten, weil wenn Durst, müssen wir nicht so weit laufen. Oh, kurz ins Wasser hüpfen. Ich würde sagen am besten hier. Aber dass ich ein Bett gefunden habe, das ist ein gut. Du hast das Bett aber, ne? Ja, ein Bett ist ein Respawn, das ist immer gut. Ja, ein Schlafsack kannst du auch respawnen, aber halt nur einmal, ne? Ja. Und am Bett kannst du es ja wie oft? Unendlich? Ja. Deswegen. Aber halt alle 3 Minuten nur. Aber das Ding ist, ja, hier ist halt die Fläche extrem gerade. Das heißt, man kann hier wahrscheinlich eine extrem schöne große Base hier bauen. Vor allem hier. Ach, du komische Fliege, verpiss dich. Weg mit dir. Ja, wenn die Fliegen hier spawnen, ja, das ist scheiße, aber. Ja, ich habe jetzt nur eine gesehen bisher. Ah, Ameisen. Ja, die sind wirklich so schlimm. Die sind ja eigentlich quasi One-Hit. Ja, ich gehe jetzt auch auf Nahkampfschaden einmal. So, ich begebe mich dann jetzt auf die. Ah, oh, hast du mich erschreckt, Digga? Scheiß Vieh, was Digga. Ich baue im Baum, aber auf einmal kommt da so eine Mücke, auf einmal kommt da so eine Ameise angeflogen. Der Baum fällt um und auf einmal kommt eine Ja, okay, die Ameisen sind das einzige Problem. Ja, die sind aber nicht stark, Digga. Die machen auch keinen Damage eigentlich. So, ich crafte und. Warte mal, was brauche ich dafür? So, ich habe jetzt 220 Leben. Das reicht erstmal ein Leben. Das heißt, ich gehe jetzt dann auf Gewicht. Ach, das ist nur eine. Das ist nur eine Truhenskizze, ach so. Ja, leider. Bullshit, dass ich das nicht anheben kann. Hä? Doch. Ah, deswegen ist der Fight-Musik. Was? Ja, eine Ameise ist auf mich zugelaufen, deswegen war hier auch Fight-Musik. Ich gucke mal, dass ich uns Kleidung machen kann. Ich habe schon Kleidung, du musst die selber nur noch machen. Komplette Kleidung? Ja, ja. Weil du die ganzen Forschungspunkte hast, Knüppel, mach ich nicht. Bolas mache ich mal ein paar. So, Fundamente. 6 Stück kann ich machen, let's go. Dann können wir schon mal so eine kleine Basis aufbauen. Aber dass hier nur Pflanzenfresser spawnen, das war bei mir halt nicht so. Bei mir war halt wirklich legit Hälfte Fleisch, Hälfte Pflanze.
Ja, noch haben wir hier Ruhe. Hast du schon Lagerfeuer gemacht oder soll ich's mal machen? Nee, ich habe noch kein Lagerfeuer gemacht. Mach ich mal ein Lagerfeuer für uns, okay? Jo. So. Bogen. Pfeile, ich kann noch was. Wollen wir mal auf Beet gehen? Wollen wir mal anpflanzen? Ja, ich habe ja Beet letztes Mal auch geskillt, aber wir brauchen halt Dünger dafür und das kriegen wir halt nicht so easy. Gut. Also dann spare ich mir meine Skill Points für später. Mir fehlt halt nur der Strohhut, aber das ist mir, der ist mir eigentlich relativ.